anstrengen, wie sie wollen, es zu entfernen. Daniel 8, 12. Es ward ihm aber solche Macht gegeben, wieder das tägliche Opfer, um der Sünde willen, dass es die Wahrheit zu Boden schlüge und was es tat, ihm gelingen musste. Daniel 8, 12. Es redet über dieses kleine Hornsystem, das die Wahrheit vernichten würde, der Sünde wegen. Er wird genannt, der Mensch der Sünde, wieder das Gesetz. Und heute wird ein System gebraucht, um einen Erlöser zu ersetzen. Ich brauche nicht zu Jesus Christus, um Vergebung zu finden. Ich kann zu einem Priester, um Vergebung zu finden. Ich brauche mich nicht umstellen, denn ich kann Verzeihung für jede Übertretung einfach so verlangen. Ich brauche mich nicht ändern. Ich möchte gerne Rechtfertigung, aber ich möchte keine Gerechtigkeit. Und die beiden gehen Hand in Hand. Denn wenn wir nicht bereit sind, um uns zu ändern, dann beweisen wir das Evangelium als unnutz, als schwach, nicht möglich. Und heute schauen wir auf Menschen, anstatt dass wir schauen auf Jesus Christus. Und dieses System, diese Kompromisse haben das Brot sehr arm gemacht. Jesus Christus wurde aus das Evangelium herausgeschrieben. Und heute, es gibt keine Erlösung außer durch Maria, wird gelehrt. Keiner kommt zum Vater außer durch Jesus, aber keiner kommt zu Jesus außer durch Maria. So wird gelehrt. Naja, das ist nicht biblisch. Jesus Christus ist der einzigste Mittler. Es gibt keinen anderen. Es macht nicht, was die Kirche sagt. Und das Gesetz, das damals mit Gottes Finger in Stein geschrieben wurde, das steht heute genau, wie es damals stand. Und dieses Bild hier, ist es Jupiter oder ist es Petrus? Es kommt aus dem Jupiter-Tempel. Es ist Jupiter. Also wir haben Jesus Christus, Brot des Lebens, mit anderen Dingen ersetzt. Am Fernsehen, wenn wir das anmachen, nein, schau in das innere Ich. Hole die Kraft von innen heraus. Wird das nicht gelehrt, Tag ein und Tag aus? Ja, man fühlt sich so schwach, muss man da reingreifen in dieser Schwäche und was rausholen, das einen stark macht. Das ist Irrsinn. Und das wird tagtäglich gelehrt. Das ist Humanismus. Der Humanismus wird uns erlösen und der Humanismus sagt, es gibt keinen Gott. Es gibt nur eine Evolution. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder das, das oben im Himmel, noch das, das unten auf Erden oder das, das im Wasser unter der Erde ist. Kein Bildnis. Aber heute leben wir in einer Welt der Bildnisse. Wir gehen in den Wald, um unsere innere Kraft zu bekommen. Im Wald kann man spazieren gehen und man kann sich erholen und man kann frische Luft bekommen, aber Gott gibt Leben. Gott gibt Odem, Gott gibt Kraft, Gott hat den Verstand geschaffen, nicht der Baum. Und Gesetze wurden geändert, Konstantin war der Erste. Und während dieser Zeit kam das Heidentum in die Gemeinden hinein und Sonnenanbetung, ein Sonnenkultus wurde geschaffen. Doctrine, Seite 372 sagt, dass Eusebius eine wichtige Rolle da gespielt hat. Wir lernen von Eusebius selber, dass Konstantin die neue Religion, Christentum, an die Heiden vorgestellt hat, dass er vieles von ihnen absorbiert hat. Und was sehr interessant ist, ist, dass Konstantin Eusebius gefragt hat, um eine ökumenische Bibel zu schreiben. Habt ihr das gewusst? Konstantin hat Eusebius gefragt, schreibe eine ökumenische Bibel. Mit anderen Worten, holt heraus aus der Bibel, was störend ist für die Heiden und wir machen eine Bibel der Kompromisse.
Jetzt darüber kommt ein ganzer Vortrag, den müsst ihr nicht verpassen. Das heißt, Kampf der Bibeln. Und was da passiert ist, das ist eine ganz interessante Geschichte. Und somit kam dieses Heidentum in die Kirche hinein. Aber die frühe Kirche hat dieses Evangelium, so wie es da verkündigt wurde, abgelehnt, hat auch die Schriften abgelehnt. Paulus hat gesagt, wir sind nicht wie viele, die die Schrift verdrehen, sondern sie haben nur die saubere Schrift Gottes gebraucht. Stanley sagt, Constantine hat Münzen gedruckt mit auf der einen Seite die Namen und Jesus Christus drauf und auf der anderen Seite den Sonnengott. Also ein Kompromiss zwischen Heidentum und Christentum. Ein schwarzes Pferd. Dann dieser alte heidnische Name, Der Solles, wurde auch behalten für den Sonntag. Und es ist wegen der Vermischung des Heidentums mit des Christentums. Es ist interessant, dass dieser Konstantin diese Schriften in die Welt hineingeschickt und hat, und in zwei Stellen wurden sie aufbewahrt, hauptsächlich in Alexandria und in Rom. Und die ägyptische Kirche hat den Sonntag gehalten und Rom hat den Sonntag gehalten und die restliche Welt hat den Sabbat gehalten. Also nur diese beiden Stellen, Rom und Alexandria, da war der Kern des Sonnenkultes. Und da waren auch die Schriften, die durch Eusebius neu überarbeitet wurden, an ihrer Stelle angebracht. Aber da mehr über dieses Thema an einem anderen Vortrag. Also dieser erste Tag der Woche wurde hineingebracht und er wurde genannt der ehrbare Tag der Sonne. Das ist geschichtliche Tatsache, da kann man nichts dran rütteln. 2. Mose 20, Vers 11. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am 7. Tage, darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Also dieser Sabbat hat eine Fülle an Bedeutung und der musste beseitigt werden. Denn der Sabbat sagt uns, wer unser Schöpfer ist, und der Sabbat sagt uns, wer unser Erlöser ist. Und das musste verschwinden. Denn es kam ein anderer und sagte, nein, ich bin maßgebend in eurem Leben. Und Gott segnete den 7. Tag und heiligte ihn, darum, dass er an demselben geruht hatte von allen seinen Werken, die Gott schuf und machte. 1. Mose 2, Vers 3. Es ist also nicht ein jüdisches Gesetz. Dieses Gesetz kommt von der Schöpfung. Es ist von Anfang an der Ruhetag gewesen. Und dieser Kompromiss kam in diesem Zeitalter des schwarzen Pferdes. Katholische Enzyklopädie sagt ganz eindeutig, dass die Kirche den Ruhetag verlegt hat, dass der jüdische Sabbat oder der 7. Tag der Woche jetzt das 3. Gebot ist und dass Sonntag gehalten werden muss als des Herrn Tag. So das 2. Gebot, das sagt, man darf kein Bildnis machen, das wurde entfernt. Somit schieben sich die Gebote 1 hoch, das 4. Gebot wird dann das 3. und dann hat man nur noch 9, also wird das 10. dann in 2 geteilt, damit man wieder 10 hat und somit darf man nicht begehren, deinen nächsten Weib oder deinen nächsten Hab und Gut. Und somit haben wir wieder 10 Gebote, aber nicht Gottesgebote, sondern Traditionsgebote. Ihre Priester verkehren mein Gesetz freventlich und entheiligen mein Heiligtum. Sie halten unter den Heiligen und Unheiligen keinen Unterschied. Und lehren nicht, was rein oder unrein ist, und warten meiner Sabbate nicht, und ich werde unter ihnen entheiligt. Ezekiel 22, 26. Genau das ist
im Neuen Testament auch passiert. Diese Unterschiede wurden nicht mehr gemacht. Rein und unrein, kein Unterschied mehr. Alles geht. In Deutschland kann man es ja gut sehen. Was ist die Hauptmahlzeit hier? Dann natürlich auch die Sabbate werden nicht mehr gehalten. Also ich gehe einen ganzen Vortrag geben über dieses Thema. Da kommt ein Evolutionsvortrag, der heißt Von Schöpfung zur Wiederschöpfung. Er ist auf dem Programm. Da werden wir über einige dieser Themen etwas zu sagen haben. Und Gott wird entheiligt durch diese Veränderung. Also das schwarze Pferd, circa Zeitraum 323 bis 538, als die Kompromisse in die Gemeinde hineinkamen. Ja, und dann der vierte Siegel wird aufgetan und ich hörte die Stimme des vierten Tieres sagen, komm. Und ich sah und siehe, ein fahles Pferd, blass wie eine Leiche. Und der darauf saß, des Namen hieß Tod. Und die Hölle folgte ihm nach. Und ihnen ward Macht gegeben, zu töten das vierte Teil auf der Erde mit dem Schwert und Hunger und mit dem Tod und durch die Tiere auf Erden. Wow. Also dieses Evangelium stirbt. Es ist ein totes Pferd. Es hat nicht Macht über die ganze Welt, ein Viertel der Welt zu diesem Zeitpunkt. Ein Schwert hat es auch, es kämpft auch mit einem Evangelium, aber mit einem toten Evangelium und es bringt Hungersnot. Vorher war Brot noch zu bekommen, aber es war wertlos. Aber jetzt kann man es überhaupt gar nicht mehr bekommen und es ist tot. Und es kämpft mit den Tieren der Erde. Ein Tier in der Bibel ist was? Eine politische Macht. Also diese Macht übt Macht aus über politische Einheiten und die Könige der Welt tun das für ihn, was er nicht für sich selber tun kann. Und somit hat er dann die Welt nicht nur erobert, sondern das Evangelium aus den Herzen der Menschen gerissen. Und das ist natürlich dieser Zeitpunkt, als die katholische Kirche das ersetzte, was im Evangelium steht, mit allen ihren Ritualen und Traditionen, damit das Evangelium seine Kraft verlieren sollte. Und wenn man das nicht gehorsam war, wenn man nicht gehorsam war, dann kamen die politischen Mächte der Welt und haben einen ins Gefängnis gesteckt. Oder man ist auf den Brandstapel gestellt. Oder man ist gefoltert. Also dieses tote Tier ist ein totes Evangelium, ein Evangelium, das nicht zum Heil führt. Es ist ein christusloses Evangelium. Es hat den Schein des Christentums, aber es ist tot. Also dieses neue Christentum, alles war so eigentlich, wie es bei den Heiden war, und ein Kompromiss. Horden, getaufte Heiden, nannten sich jetzt Christen. Und das Evangelium war impotent. Steht in Centuries of Christianity, A Concise History. Ein toter Glaube kann nicht retten. Die Kirchen wurden sehr groß, die Gebäude wurden prächtig. Sie waren nach dem alten System der heidnischen Kathedralen aufgebaut. Sogar die Bilder, die drin waren, alles genauso fast, wie es zu Zeiten der Baal-Anbetung war. Wir haben so ein paar von diesen Dias gesehen in dem ersten Vortrag und das Evangelium verschwindet. Und Staat und Kirche arbeiten zusammen. Denn es gebraucht die Tiere der Welt, um das zu vollbringen, was sie vollbringen wollen. So Christianity became the established religion of the Roman Empire. Christentum wurde die Religion Roms und Heidentum wurde getauft. Sagt sogar die katholische Kirche. Die katholische Kirche sagt sogar, der Gott Pan ist nicht tot, sondern er ist getauft. Das ist interessant.
Kirchenform und Staat und Kirche arbeiten zusammen. Aber der Weg der Gerechten, der folgt dem Licht nach, immer heller und heller, bis zum vollen perfekten Tag. Also diese Wahrheit, die das weiße Pferd verkündigte, verschwand von der Erde. Und nur noch hier in den Höhlen, in den Bergen, waren die Waldenser und die Albigenser und haben versucht, das Evangelium noch zu verbreiten. Und da es das fünfte Siegel auftat, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die erwürgt waren, um des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Also ganz eindeutig, es geht um das Zeugnis, es geht um das Evangelium. Und diese Kirche des Mittelalters hat Tausende, nein Millionen umgebracht, weil sie das Evangelium verkündigen wollten. Und jetzt schreit dieses Blut unter dem Altar. Wie lange noch, Herr, wirst du erlauben, dass dein Evangelium so unterdrückt wird auf dieser Erde? Jetzt einige glauben, dass diese Seelen tatsächlich da unter dem Altar sind und da warten. Aber das ist symbolische Sprache. Wenn es wahr wäre, wäre es ja recht langweilig im Himmel, alle da eingequetscht unter einem Altar, meint ihr nicht? Also symbolisch das Blut von denjenigen, die ihr Leben gaben, um das Evangelium zu verkünden, schreit gen Himmel, nur schreit heute noch. Aber das Evangelium hat sein Werk noch nicht vollendet. Des Zeugnis willens liegen sie da. Und sie schrien mit großer Stimme und sprachen, Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht und rächest unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Wenn wir menschlich denken, dann würden wir sagen, wow, wenn ich Gott wäre, wäre es schon längst vorbei gewesen. Ja oder nein? Also, wir können Gott danken, dass wir nicht Gott sind. Denn Gott sieht vom Beginn bis zum Ende. Und er sieht alle, die sich noch zu ihm bekehren werden. Und er weiß genau, wie lange es noch gehen muss. Und wenn wir uns die Welt betrachten, wie schlimm es geworden ist, was sagt das uns über den Charakter Gottes? Was sagt das? Was für eine Geduld. Und Leute sagen, dass Gott Schuld hat an dieser Welt? Nein. Gott ist Liebe. Gott ist Geduld. Denn wenn er es nicht wäre, wäre es schon längst vorbei. Längst vorbei. Also wie lange noch? Und ihnen wurde gegeben, einem jeglichen ein weißes Kleid. Gott weiß die Seinen. Du bist erlöst. Du wirst auferstehen. Und ward ihnen gesagt, dass sie ruhten noch eine kleine Zeit. Ruhten, schlaf, weiter. Die Zeit wird kommen, wenn Gott sagt, genug des Blutes. Jetzt, mein Königreich. Bis das vollends dazu kämen, ihre Mitknechte und Brüder, die auch sollten noch getötet werden, gleich wie sie. Ist das Evangelium nicht toll? So ein schönes Versprechen. Ich habe eine schöne Einladung für euch. Kommt, dass wir auch getötet werden, so wie die anderen, damit wir das ewige Leben haben können. Einige werden wirklich getötet, andere werden geistlich getötet, aber andere müssen den Tod der Bekehrung sterben. Alle müssen sterben. Alle müssen wir sterben. Wir können nicht bleiben, wie wir waren. Die alte Person muss sterben. Und wenn ihr seht, was Satan anrichtet in der Welt, tut dem Herrn einen Gefallen und stirbt das alte Leben und steht auf in ihm. Da ist nichts, was Satan mehr irritiert als das. Wieso irritieren wir ihn nicht mal und bekehren uns und ändern uns und lassen zu, dass Gott einen schönen Charakter baut, wo wir einander lieb haben und zeigen, dass wir Geduld haben, so wie er hat. Wir denken immer, alle, die sich bekehren, müssen sofort wissen, was alles ist und wie sie sich verhalten müssen. Aber darum hat Gott uns Kinder geschenkt. Er war gut zu uns, er hat uns Kinder geschenkt. Denn Kinder aus Natur
müssen wir lieben. Das ist unser Fleisch und Blut, unsere Kinder. Und die sind alle immer so schön perfekt. Habt ihr das gemerkt, wie schön perfekt Kinder sind? Das ist eine Übung. Wenn wir an unseren Kindern lernen könnten, wie wir uns verhalten müssten gegen anderen gegenüber, dann wäre die Welt eine schöne Welt. Aber diese Leute haben gelitten. Es war echt schlimm. Ihr habt ja auch hier im Museum in Deutschland, ihr könnt ja sehen, was für Geräte da gebraucht werden, wurden, wie grauenhaft das war, wie sie die Menschen leiden ließen. Ihr Lieben, nachdem ich vorhatte, euch zu schreiben von unser aller Heil, hielt ich es für nötig, euch mit Schriften zu ermahnen, dass ihr für den Glauben kämpft, der einmal den Heiligen übergeben ist. Ganz wichtig, dieses Evangelium bringt keinen Frieden, es bringt einen Kampf. Denn es sind etliche Menschen nebeneinander geschlichen, von denen vor Zeiten geschrieben ist, solches Urteil. Sie sind Gottlose, ziehen die Gnade unseres Gottes auf Mutwillen und verleugnen Gott und unseren Herrn Jesus Christus, den einigen Herrscher. Es gibt nur einen, aber der wird verleugnet. Und mehr und mehr und mehr wird er verleugnet. Wir werden sehen in den Vorträgen, die jetzt kommen, was die Welt jetzt mit Jesus Christus macht. Like the successive strata of the earth's covering one another, so layer after layer of forgeries and fabrications was piled up in the church. All die Dokumente, die verbreitet werden, sind Fälschungen. Konstantins angeblicher Brief, dass das Papsttum die westliche Welt beherrschen darf. Diese Briefe sind Fälschungen. Und die Veränderungen in der Bibel, an dem Evangelium, sind Fälschungen. Aber die Waldenser, sie standen für Wahrheit. Und sie haben das Evangelium verkündigt und aus dieser Lehre kam die Reformation. Aus diesem Schwer, aus diesem Leiden kam die Reformation. Hier haben sie sich versteckt. Das Öl und der Wein blieb hier behalten, obwohl das Brot in der Welt billig war. Und sie haben die Bibel geglaubt. Und so allmählich wurde dieses tote Pferd wiederhergestellt. Dieses Evangelium muss mit Kraft verkündigt werden am Ende der Zeit. Also 1370 die Autorität der Bibel, Wycliffe. 1400 kommt Huss und sagt, ja, aber dann müssen wir auch gehorsam sein. Ist doch logisch. Wir können nicht Jesus Christus nur als Erlöser haben, er ist unser König. Und wir sind ihm unterstellt und er hat Gebote und wir sind gehorsam. Dann 1517 kommt Martin Luther und sagt, wir werden nicht gerettet durch unsere Werke. Wir sind gerettet durch die Gnade Jesus Christus und nichts anderes. Das heißt nicht, dass wir nicht Werke haben müssen, aber die Werke sind eine Folge, nicht eine Ursache. Und Martin Luther hatte recht. Und Martin Luther hat seine Thesen an die Kirchentür festgeschlagen und er hat eine Bibel übersetzt aus vielen Dialekten, ein Riesenwerk hat er vollbracht und er stand vor Kaiser und Reich und hat dieses Evangelium verkündigt und dann kam Calvin und sagte, Freedom of Conscience, also mein Gewissen sagt mir, dass ich frei bin zu entscheiden. Das ganze Manifest der Vereinigten Staaten ist aufgebaut auf diesem Prinzip, dass wir das Recht haben, uns zu entscheiden, wen wir dienen wollen. Jesus Christus ist gestorben für diese Entscheidung. Er ist gestorben für diesen freien Willen. Und Calvin hat es eingesehen. Calvin hatte recht. Aber die Märtyrer liegen da in den Tausenden. Und dann kam Williams 1650 und sagte, wir müssen wieder das biblische Prinzip der Taufe einführen. Christus hatte eine Großtaufe, Kinder wurden eingesegnet. Die Bibel sagt ganz eindeutig, ein Kind ist gerettet durch den Glauben der Eltern, bis es sich selber entscheiden kann. Paulus sagt, wenn einer gläubig ist in der Familie, dann sind die Kinder gerettet, sonst wären sie unrein. Also er hat das festgestellt.
Und so geh von Nation zu Nation und lehre sie, um alles zu halten, was ich euch gegeben habe. Und ich bin mit euch bis zum Ende der Welt. Dieses Evangelium muss wiederhergestellt werden. Dann kam Wesley 1705 und sagt, Christus ist Herr. Christus ist König. Christus ist nicht nur unser Erlöser, Christus ist unser König. Er ist unser göttlicher König. Wesley hatte recht. Und so wird das Evangelium wieder verkündigt. Und dann in Offenbarung 6, Vers 12 und 13, und ich sah, dass es das sechste Siegel auftat. Und siehe, da ward ein großes Erdbeben und die Sonne ward schwarz wie ein härener Sack und der Mond ward wie Blut. Und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde gleich wie ein Feigenbaum seine Feigen abwirft, wenn er vom großen Wind bewegt wird. Also hier sind große Zeichen. Hier passiert was ganz Besonderes. Markus 13, Vers 24 sagt, aber zu der Zeit, nach dieser Trübsal, nach der Zeit des toten Evangeliums, also bis 1798, nach rund um diese Zeit, werden diese Zeichen erscheinen. Sonne, Mond werden verdunkelt, werden ihren Schein verlieren. Na, das ist Geschichte. Genau so ist es passiert. Wer würde die Zeichen bekommen? Sicherlich die, die das Evangelium verkündigen. Was hilft ein Zeichen für die, die das Evangelium nicht verkündigen? Überhaupt gar nichts. Also in einem Gebiet, wo das Evangelium ganz stark verkündigt wurde, hier aus Europa wurde es vertrieben. Die Hugenotten, die sind weg aus Europa. Sie sind nach Afrika, sie sind nach Amerika, sie sind nach Australien, nach Neuseeland. Und der größte Teil war in Amerika. Und da sind diese Zeichen entstanden. Und es ist eigentlich aus Amerika, wo das Evangelium mit den großen Bibelhäusern wieder in die Welt hineinging. Leider heute ein etwas schiefes Evangelium. Aber damals, das war das Zentrum des Evangeliums. Und dann in 1718, Mai der 19., kam dieser dunkle Tag. Das ist geschichtlich, das kann man nachlesen in den Geschichtsbüchern. Und die Tiere gingen zurück zu ihren Ställen und die Vögel zu ihren Nesten. Und es wurde dunkel. So dunkel, dass man nichts lesen konnte. Man konnte nicht ein Stück weißes Papier von den Augen sehen. Und der Independent Chronicle schreibt über diese krankhafte Dunkelheit. Und dass man nicht erst die Nachbarhäuser sehen konnte, außer durch so eine ägyptische Dunkelheit. Und dieser dunkle Tag kann nicht wissenschaftlich erklärt werden. Great and Memorable Events, Connecticut Legislature, die Regierung war zusammen, aber es wurde so dunkel, dass sie sich entschlossen haben, diese Versammlung zu stoppen. Herschel, der große Astronom, sagt, dass dieser dunkle Tag nicht wissenschaftlich erklärbar ist. Es war keine Sonnenfinsternis. Da waren keine Objekte zwischen Erde und Sonne. Es ist wissenschaftlich unverklärbar. Es ist ein sonderliches Zeichen. Ich habe zig Zitate und Zeitungsausschnitte. Ich könnte euch eine Stunde lang beschäftigen, nur mit diesem Thema. Und dann im November 13, 1833, auch genau nach diesem Zeitpunkt, dieser Sternenregen, wo da so viele Sternschuppen fielen, 200.000 Meteoriten pro Stunde, dass es so Licht war, dass man lesen konnte ohne Lampen. Nicht nur das. Diese Meteoriten fielen nicht wie normalerweise, wenn da ein Meteoritenschauer ist. Sie schienen aus einem Punkt hervorzugehen und sich zu verbreiten über die Erde. Und auch ein ganz unnatürlicher Zustand. Also ein großes Erdbeben, Lissabon-Erdbeben 1755, dann der dunkle Tag
und dann dieser Sternenregen, genau in der Reihenfolge, wie Gott gesagt hat, so wird es kommen. Und William Miller predigte, dass Christus wiederkommen würde aufgrund Prophezeiungen, die er in Daniel studierte. Also, die Prophezeiung der 2300 Abende und Morgende in Daniel 8,14 wurde wieder bekannt. Und interessant, dass die Bibel sagt, dass dieses ein verschlossenes Buch war, eine verschlossene Schriftrolle, die erst am Ende der Zeit entsiegelt wird. Und William Miller predigt diese Prophezeiungen. Und in 1840 war da eine Gruppe Adventgläubige, die warteten auf die Wiederkunft Christi und sie waren enttäuscht, denn es kam keine Wiederkunft. Aber seit 1844 ist da wieder eine Hoffnung der Wiederkunft und das ist wegen Miller. Und das ist die große Hoffnung. Die große Hoffnung ist, dass Christus wiederkommt und dass dieses Elend hier auf dieser Erde ein Ende findet. Also, Wycliffe, Huss, Luther, Calvin, William, Wesley, Miller, eins nach dem anderen, große Wahrheiten werden entdeckt. Und dann soll kommen eine endgültige Wiederherstellung. Und die Fehllehren über Gesetz und Zustand des Todes und dass der Körper ein Heim, ein Tempel des Heiligen Geistes ist, diese großen Lehren mussten auch wieder verkündigt werden und Wahrheit wurde wiederhergestellt. Liebet ihr mich, so haltet ihr meine Gebote. Das musste wieder gepredigt werden, Johannes 14, 15. Aber vergeblich dienen sie mir, derweil sie lehren solche Lehren, die nichts denn Menschengebote sind. Also ein vollkommenes Evangelium. Und alle Menschen werden gerufen, sich zu entscheiden zwischen Wahrheit und Unwahrheit. Und soll durch dich gebaut werden, was lange wüst gelegen ist, und wirst grundlegen, der für und für bleibe, und sollst heißen, der die Lücken verzäunt und die Wege bessert, dass man da wohnen möge. So du deinen Fuß von dem Sabbat kehrst, dass du nicht tust, was dir gefällt, an meinem heiligen Tag, und den Sabbat eine Lust heißt, und den Tag, der dem Herrn heilig ist, ehrest, so dass du ihn also ehrest, dass du nicht tust deine Wege, noch darin erfunden werde, was dir gefällt oder leeres Geschwätz. Das muss wiederhergestellt werden. Es wird ein Volk kommen am Ende der Zeit, das ein volles Evangelium predigt, das das Gebot Gottes, die Gebote Gottes wieder hochhebt und sagt, Gehorsam an Jesus Christus und diese Verbindung mit Gott wieder findet. Also ein Sabbat, so wie die Juden ihn gehalten haben, weil er gehalten werden muss, ist keine Beziehung. Ein Sabbat, der eine Lust ist, weil man mit Gott zusammen sein will, der taugt etwas. Das ist so wie zwei, die verliebt sind, die sich absprechen, dass sie sich treffen wollen. Sie wollen zusammen sein. Sie wollen miteinander reden. So muss der Sabbat sein. Er muss eine Lust sein, nicht eine Last. Und das Buch Offenbarung mit all seinen Prophezeiungen zeigt uns genau, was die letzten Kämpfe und die letzten Kriege sind, die hier gekämpft werden müssen. Und ich sah einen anderen Engel fliegen mitten in den Himmel und er hatte das ewige Evangelium. Ein Evangelium, das gegründet ist auf Christus und Gehorsam. Und verkündigte es an alle Nationen und Sprachen und Völker. Ich sah einen Engel fliegen mitten durch den Himmel, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkünden, die auf Erden wohnen und allen Heiden und Geschlechtern und Sprachen und Völkern. Dieses Evangelium, nicht ein halbes Evangelium, ein ewiges Evangelium muss in die Welt hinein. Und sprach mit großer Stimme, fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre. Denn die Zeit seines Gerichts ist gekommen. Also wenn dieses Evangelium nicht zusammen mit Gericht verkündigt wird, ist es nicht die wahre Sache. Und betet an den, der gemacht hat,
Himmel und Erde und Meer und Wasserbrunnen. Wie kann eine Gemeinschaft, die offiziell angekündigt hat, dass diese Welt durch Evolution entstanden ist, ein ewiges Evangelium verkündigen? Erklärt mir das bitte. Nach diesem Text, ist es möglich, ja oder nein? Nein, es ist nicht möglich. Offiziell, sämtliche protestantischen Kirchen haben das angekündigt, mit Ausnahme von eins oder zwei. Und die katholische Kirche offiziell hat angekündigt, wir sind durch Evolution entstanden. Die Bibel sagt, betet den an, der gemacht hat, Himmel und Erde und Meer und Wasserbrunnen. Ein ewiges Evangelium, Jesus Christus, Gehorsam und Ehre. Wir müssen ihn ehren als Schöpfer und als Richter. Und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stalle. Und dieselben muss ich herführen. Und sie werden meine Stimme hören und wird eine Herde und ein Hirte werden. Jetzt, die Welt möchte auch einen Hirten haben. Und die Bibel sagt, es gibt nur Jesus Christus als Hirten. Also irgendwann kommt eine Wahl. In den Vorträgen, die jetzt bald kommen, werden wir genau diese Wahl erklären. Und wir werden genau sehen, wo wir stehen im Rahmen der Zeit. Hier ist die Geduld der Heiligen. Hier sind die, die da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesu. Wenn ein Evangelium verkündigt wird und die Menschen sagen, wir können die Gebote nicht halten, hört ihr das oft? Dann kann es nicht das wahre Evangelium sein. Offenbarung 14, Vers 12. Die Bibel kann doch nicht widersprüchlich werden. Also diese Botschaft muss in die Welt hinein. Christus kommt bald. Wir leben in der Zeit des Gerichts. Das ewige Evangelium, Christus unser Schöpfer, Christus unser Erlöser. Also wo sind wir? Offenbarung 6, 14. Und der Himmel entwich wie ein zusammengerolltes Buch und alle Berge und Inseln wurden bewegt aus ihrem Orten. Da sind wir, zeitlich. Alles, was das Buch bis jetzt beschrieben hat, wie das Evangelium verkündigt wurde am Anfang, wie die Kompromisse kamen, wie das Evangelium erwürgt wurde, und starb, wie der Samen des Öles und des Weines weiterarbeitet hinter den Kulissen, wie das Evangelium wiederhergestellt wird, wie die Sonnen- und Sternzeichen kommen würden, was da passieren würde, dass ein ewiges Evangelium wieder verkündigt wird, dass die Wahrheit der Schöpfung, der Wiederschöpfung, Christus als König weltweit verkündigt wird, Gehorsam an Jesus Christus. Alle diese Dinge, sind sie schon passiert, ja oder nein? Absolut. Was ist der nächste Schritt? Der nächste Schritt ist, und der Himmel entwich wie ein zusammengerolltes Buch und alle Berge und Inseln wurden bewegt aus ihren Orten. Wir leben in den letzten Augenblicken dieser Welt. Wir können es historisch, eschatologisch von der Bibel ganz eindeutig sehen. Und jetzt kommt das Buch Offenbarung nach diesem Kapitel und erklärt uns haargenau, was passieren wird auf dieser Welt. Und diese Vorträge müsst ihr nicht verpassen. Jetzt wird's lebendig. Jetzt geht's rum, wie man sagt. Und die Könige auf Erden und die Großen und die Reichen und die Hauptleute und die Gewaltigen und alle Knechte und alle Freien verbargen sich in den Klüften und Felsen und in den Bergen. Also wo steht hier etwas von einer weltweiten Bekehrung, so wie gelehrt wird in der Welt? Steht da sowas da? Nee. Und wo steht hier was, dass alle die Oberen sich zu Christus bekehren wird, so wie einige predigen? Nein, hier steht, sie werden sich verstecken. Und sprachen zu den Bergen und Felsen, fällt über uns und verbergt uns vor dem Angesicht des, der auf dem Stuhl sitzt und vor dem Thron des Zorn des Lammes. Denn es ist gekommen der große Tag seines Zorns und wer kann bestehen? Eine ganz wichtige Frage. Wer kann
bestehen. Ist da Hoffnung oder ist da keine Hoffnung? Natürlich ist da Hoffnung. Kapitel 7, das ganze Kapitel, ist in Klammern geschrieben. Und die Frage, wer kann bestehen, wird beantwortet. Nur die Versiegelten können bestehen. Was heißt es, um versiegelt zu sein? Um versiegelt zu sein, ist so fest im Glauben zu stehen, dass man nicht bewegt werden kann. Okay, kann ich wieder sagen? Um versiegelt zu sein, heißt so fest im Glauben zu stehen, dass man nicht bewegt werden kann. Und die Welt wird versuchen, diesen Glauben umzustürzen. Und nur in Christus kann man stehen bleiben. Und da es das siebente Siegel auftat, ward eine Stille im Himmel bei einer halben Stunde. Offenbarung 8, Vers 1. Wenn der Himmel still ist, total still, was heißt das? Dass da niemand mehr da ist. Niemand mehr da ist. Wann wird der Himmel wieder leer werden? Wenn Christus kommt. Denn die Bibel sagt, er kommt mit der Herrlichkeit seines Vaters, mit der Vollmacht der ganzen Gottheit und mit allen Engeln. Ja oder nein? Dann bleibt da nichts übrig im Himmel. Und wie lange? Eine halbe Stunde. Das kann symbolisch sein. Und wenn wir Tag, Jahr gebrauchen, was auch biblisch ist, dann ist das wie lange? Eine halbe Stunde ist eine Woche, wenn wir es umrechnen. Ist eine Woche, wenn wir das Tag-Jahr-Prinzip nehmen. Dauert es eine Woche für Christus, um zu dieser Erde zu kommen? Ist das so weit, wie es weg ist? Dann werden wir echt Probleme, ne? Daniel hat gebetet und hat gesagt, Herr, ich suche Verständnis für diese Vision. Wie lange war es, bis Gabriel neben ihm stand? Vor dem du noch gefragt hast, war ich schon da. Bumm. Also wie lange dauert's? Nicht lange. Nicht lange. Also Christus und seine Engel, wenn es rumgeht und wenn die letzten Ereignisse kommen, ist Christus, bumm, hier und behütet die Seinen. Wir brauchen nicht eine Woche schreien und hoffen, dass was passiert. Also warum ist der Himmel eine ganze Woche, wenn es eine Woche ist, leer? Weil wenn es nicht so lange dauert, um hierher zu kommen, vielleicht dauert es so lange, um nach Hause zu gehen. Denn die Bibel sagt, sie werden aufstehen und sie werden dem Herrn entgegengehen in der Luft. Sagt die Bibel das nicht? Und so werden wir mit dem Herrn sein. Und die Bibel sagt, wir werden dem Lamm folgen, wo auch immer es hingeht. Ja oder nein? Ja, wo geht es denn hin? Wo auch immer. Und wo auch immer ist das ganze Weltall. Das ganze Weltall, das wir jetzt so nur als Sternenhimmel sehen. Vielleicht gehen wir auf eine Weltallreise. Wäre das nicht schön? Vielleicht schauen wir uns die vier Ecken des Weltalls an. Mit einer Geschwindigkeit, die wir nicht uns vorstellen können. Eine Geschwindigkeit der Gedanken. Und wir gehen in das ganze Weltraum und schauen uns das Werk Gottes an. Wow, ich kann nicht warten. Ich will dahin. Und ich glaube, dass die Zeit sehr bald kommt. Sehr, sehr bald. Denn wir sind in den letzten Ereignissen. Also in den Vorträgen, die jetzt kommen, werden wir genau identifizieren, in Offenbarung Kapitel 10, wer die letzte Botschaft bringt. Genau sagt die Bibel das. Und dann sagt die Bibel auch, genau wie die Gegner sich zusammenstellen und wie diese beiden Ideologien gegenübereinander gestellt werden. Wir werden in den nächsten Vorträgen hinter die Kulissen schauen und dieses Geheimnis der Verborgenheit dieser Hure, die ein Geheimnis ist, die im stillen Hintergrund arbeitet, um Menschen zu verführen, werden wir aufdecken, soweit es uns möglich ist, mit Zitaten, dass keiner sagen kann, ich habe es gesagt, es wird da stehen. Sie werden es sagen und dann können wir ja den Kampf betrachten.
Wir gehen jetzt einem ganz tollen Abenteuer entgegen. Und wir brauchen viel Kraft vom Herrn. Und ich danke euch, dass ihr gekommen seid. Gott segne euch. Jesus trat herzu und sprach zu ihnen: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ja, wir reden heute Abend über ein versiegeltes Buch, das geöffnet wird in der Offenbarung. Das heißt, dass wir so jetzt in den Mittelpunkt der Offenbarung uns befinden. Und dieser Mittelpunkt ist sehr, sehr wichtig. Denn hier fängt es an mit dem großen Kampf. Also wer sind die großen Gegner im Mittelpunkt der Geschichte, am Ende, der große Klimax des Kampfes zwischen Christus und Satan? Und die Spieler, die hier tätig sind, die werden hier identifiziert. Und die Gegner gegen Christus, die kommen aus dem Abgrund, die haben eine Höllenlehre. Und die, die für Christus sind, die werden verglichen mit einer Frau mit weißen Kleidern. Und sie kommt nicht aus dem Abgrund, sondern sie steht auf dem Mond. Also ein interessantes Bild. In den heutigen Abend sprechen wir über Christus und seine Braut und morgen Abend reden wir über die Endmacht zur Verfügung Satans. Also die beiden Rollenspieler werden heute und morgen identifiziert. Natürlich, an einem Abend, um das einfach nur so zu sagen, ist nicht eine einfache Sache. Und man würde sagen, man braucht viel mehr Beweise, als was heute Abend gebracht wird. Und das kommt. Es kommen viel, viel mehr Beweise. Aber dafür muss man dann zu den nächsten Vorträgen kommen. Also heute Abend geht es hauptsächlich um Offenbarung Kapitel 10. Morgen Abend geht es hauptsächlich um Offenbarung Kapitel 11. Zwei sehr, sehr wichtige Kapitel, denn die Rollenspieler werden da identifiziert. Und dann, weil das so eine großartige Sache ist, kann man es nicht einfach da lassen und müssen ein paar Ausbreitungen kommen. Und dann kommen ein paar sehr gewichtigte Vorträge,
sehr erschütternde Vorträge, wo wir diese Dinge erklären, so wie es hinter den Kulissen passiert ist oder wie es passiert hinter den Kulissen. Also heute Abend, das versiegelte Buch wird geöffnet und was bringt es uns? In den letzten Abenden haben wir gesehen, wie in diesem ersten Teil Offenbarung wir geschichtlich, zeitlich, historisch betrachten, wie die Gemeinde Gottes aussieht und wie das Evangelium aussieht in verschiedenen Zeitaltern, wie es angegriffen wird, wie es abgeändert wird, wie es kompromiert wird. Und dann endgültig muss die Wahrheit wieder in Fülle hergestellt werden, damit die Menschheit eine Wahl hat zwischen dem, was von Gott ist und dem, was nicht von Gott ist. Und natürlich, der Angriff gegen die Wahrheit ist enorm, auf jeder einzelnen Ebene. Auf der Ebene der Wissenschaft, auf der Ebene des Körpers und der Gesundheit, auf der Ebene der Theologie, der Angriff ist von allen Seiten. Und es scheint fast unmöglich, um dagegen zu stehen. Und er antwortete mir, bis 2300 Abende und Morgen um sind, dann wird das Heiligtum wieder geweiht werden. Daniel 8, 14. Das war die Prophezeiung, über die wir so ein bisschen geredet haben am ersten Abend und worüber da ein voller Vortrag ist, über Christus, der Messias, wo diese Prophezeiung völlig behandelt wird. Und wir wollen gerne wissen, was das heißt, dieses Heiligtum wird wieder geweiht. Wir haben gesehen, dass William Miller ein Studium hiervon gemacht hatte. In Daniel 8, Vers 17 lesen wir etwas ganz Interessantes. Und er trat nahe zu mir, ich erschrak aber, da er kam und fiel auf mein Angesicht. Er aber sprach zu mir, merke auf, du Menschenkind, denn dies Gesicht hört in die Zeit des Endes. Also diese Prophezeiung der 2300 Abende und Morgende, Evening, Morning, Abend, Morgen, sind Tage, ist ein Ausdruck für Tage, der hat Bezug auf die Zeit des Endes und hat nicht Bezug auf die Zeit Daniels. Der erste Teil der Prophetie hatte zu tun mit der Zeit Daniels und danach der Juden und das wurde ihm genau erklärt. Aber mit Bezug auf die 2300 Abende und Morgen, das Ende davon, hat er diese Erklärung. Dieses Gesicht hört in die Zeit des Endes. Dieses Gesicht von Abend und Morgen, das du gesagt hast, das ist wahr, aber du sollst das Gesicht heimlich halten, versiegeln, ein verschlossenes Gesicht. Denn es ist noch eine lange Zeit dahin. Also dieser Teil hatte nichts mit Daniels Zeit zu tun und es war nicht notwendig, dass Daniel all die Einzelheiten erkennen sollte, denn es hat zu tun mit der Endzeit. Das ist, was hier geschrieben wird. Und wir können jetzt die Bibel studieren, vom Anfang bis zum Ende, das ist das einzigste Gesicht, das versiegelt oder verschlossen ist. Hier ist ein versiegeltes Buch. Und es soll bekannt werden, wann nach diesem Text? Endzeit. Es ist für die Endzeit. Gut, wann fängt denn die Endzeit an? Das wollten wir doch gerne wissen. Also wann irgendwann? Wir müssen doch irgendeinen Maßstab haben. Jetzt wiederum braucht man ein Vorwissen, man muss wieder wissen, um was es geht in einer anderen Vision von Daniel, nämlich Daniel Kapitel 7, um das wieder zu verstehen. Daniel 12, Vers 1. Zur selben Zeit wird der große Fürst Michael, der ist, was Gott ist, das ist, was der Name heißt, der für die Kinder deines Volkes steht, sich aufmachen, denn es wird eine solche trübselige Zeit sein, wie sie nicht gewesen ist, seitdem Leute gewesen sind, bis auf diese Zeit.
Zur selben Zeit wird dein Volk errettet werden, alle, die im Buch geschrieben stehen. Also Gottes Volk am Ende wird gerettet werden. Jetzt wollen wir wissen, wann das ist. Daniel 12, Vers 4. Und du, Daniel, verbirg diese Worte und versiegle die Schrift bis auf die letzte Zeit. So werden viele darüber kommen und großen Verstand finden. Hier war also ein versiegeltes Gesicht. Und im Zusammenhang mit diesem Gesicht gibt es Trübsal und Probleme. Und es ist versiegelt und wir haben gesehen, es ist für die letzte Zeit. Dann wird es verständlich werden. Daniel 12, Vers 7 und 9. Dass es eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit währen soll, das sind die 3,5 prophetischen Jahre, die 1260 prophetischen Tage, die in diesen verschiedenen Arten wieder und wieder genannt werden, in Daniel und in Offenbarung, also eine wichtige Zeit. Und wenn die Zerstreuung des heiligen Volkes ein Ende hat, soll solches alles geschehen. Aha. Gut, wann fängt diese Entsiegelung an? Irgendwann nach der Zerstreuung des heiligen Volkes durch die Macht, die regieren sollte, diese prophetischen 1260 Tage oder 3,5 prophetische Jahre. Ein Tag für ein Jahr, das biblische Prinzip. Also können wir, wenn wir diese Vision studiert haben, dann hätten wir gesehen, das endet 1798. Also irgendwann rund um 1798 müssen da große Geschehen kommen. Und gestern Abend haben wir schon gesehen, dass da sogar Himmelszeichen waren. Es war ein großes Erdbeben, die Sonnenfinsternis haben wir studiert, die große unerklärliche Sonnenfinsternis, die es gab, die wissenschaftlich nicht erklärt werden kann, und dann der Sternenregen, der sonderlich war wie noch kein anderer. Und das war genau rund um diese Zeit. Also dieses Buch sollte irgendwann verständlich werden nach 1798, nach dieser Zeitrechnung. Matthäus 24, 21, 22 steht geschrieben, denn es wird alsbald eine große Trübsal sein, wie nicht gewesen ist. Und wir wissen, dass im Mittelalter Gottes Volk zerstreut wurde. Erst wurden die Waldenser verfolgt, dann die Hugenotten verfolgt. Es gab Bartholomäusnächte, es gab einen 30-jährigen Krieg. Es war ein Tumult, die Hussiten wurden ausgerottet. Und es gab ein schlimmes Trübsal. Alsbald eine große Trübsal sein, wie nicht gewesen ist von Anfang der Welt bisher, wie auch nicht werden wird. Und wo diese Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch selig. Aber um der Auserwählten willen werden die Tage gekürzt. Also diese Zeit würde beschränkt werden, damit sie nicht alles vernichtet. Und Gott würde für sein Volk sorgen, aber darüber mehr in Offenbarung Kapitel 12. Hier ist ein Zitat aus History of the Rise of Rationalism. Und da steht geschrieben, dass Rom, die römische Kirche, mehr Blut vergossen hat als alle anderen Instituten, die je existiert haben, zusammen. Und das ist ziemlich schlimmes Zitat, aber in den nächsten Vorträgen wird es vielleicht etwas deutlicher werden. Es ist unmöglich, um überhaupt sich vorzustellen, wie viele Menschen in diesem Trübsal umgekommen sind. Und ich glaube, kein Mensch weiß eigentlich heute, wie viele noch umkommen wegen diesem System. Aber darüber mehr in den nächsten Vorträgen. Da sind die Monumente, die für die Reformatoren aufgebaut wurden. Und wir haben gestern geredet über diese Sonnenfinsternis, die es gab. Markus 13, 24. Aber zu der Zeit, nach dieser Trübsal, nach diesen 1260 Jahren
von Krieg und Mord und Totschlag, werden Sonne und Mond ihren Schein verlieren. Und wir haben gestern Abend gesehen in Offenbarung 6, hier steht genau das Gleiche. Als das sechste Siegel aufgetan wurde, kam das große Erdbeben, die Sonnenfinsternis und natürlich dieser Sternenregen. Und geschichtlich wissen wir, Mai 19, 17, 18 war die Sonnenfinsternis und aufgezeichnet in den verschiedenen historischen Werken und Zeitungen haben wir das genau beschrieben und auch die Wissenschaftler und die Regierungsdokumente zeigen auf, dass dieses eine Tatsache war. An dem Abend war der Mond rot wie Blut und danach kam der Sternenregen im November 13, 1833. Genau in dieser Zeitfülle zwischen 1798 und 1844, wo diese Entsiegelung stattfinden sollte. Also biblisch 100% erfüllt in unserer Welt. William Miller war derjenige, der zuerst diese Prophezeiung studierte und aufgrund dieser Prophezeiung sagte, dass das Heiligtum gereinigt wird, 1844. Diese Prophezeiung ist so genau ausgearbeitet, denn der erste Teil, der für die Juden war, der auch verständlich war damals, definiert genau, wann der Messias kommen sollte. Und wie wir gestern Abend gesehen haben, da war ein rabbinischer Fluch auf irgendeinen, der diese Tage ausrechnen sollte, denn dann müsste man Jesus als Messias akzeptieren. Und weil das Judentum dann keine Existenz hat, weil sie den Messias dann nicht akzeptieren wollten, naja, dann wäre das ein Problem gewesen. Daher der rabbinische Fluch. Aber der zweite Teil, der auf 1844 enden sollte, was heißt es, das Heiligtum soll gereinigt werden? William Miller hat gedacht, naja, was ist das Heiligtum? Vielleicht ist das Heiligtum diese Erde. Diese Erde ist voll Sünde, das soll gereinigt werden, das kann nur passieren, wenn Christus wiederkommt und ein Ende macht und das Königreich Gottes anfängt. Also hat William Miller geglaubt, dass 1844 wieder eine Wiederkunft stattfinden. Natürlich, Daniel 8, und er antwortete mir, bis 2300 Abende und Morgende um sind, dann wird das Heiligtum wieder geweiht werden. Und die Bibel sagt genau, wann fängt man an zu rechnen, wenn das Wort rausgeht, dass Jerusalem wiederhergestellt werden muss. Artaxerxes hat diesen Dekret gegeben, 457 vor Christus, dann zählt man die 2300 Jahre dazu. Und wie die Engländer sagen, the proof of the pudding is in the eating. Der erste Teil, wie gesagt, die 70-Wochen-Prophezeiung, haargenau, auf den Messias. Sogar die Beschreibung seines Todes, was passieren würde, wenn er sterben würde, wann das Evangelium auch an die Heiden verbreitet werden müsste, alles genau haarfein beschrieben. Und dann leben wir in Zeit des Gerichts. Aber William Miller hat nicht das Heiligtum verbunden mit dem irdischen und himmlischen Heiligtum, nämlich den Dienst des hohen Priesters in diesem Heiligtum. Also er glaubte, alles endet da, aber er war offensichtlich verkehrt, denn wir sind ja noch hier. Also 1840, nachdem William Miller dies gepredigt hatte, gab es eine Gruppe, die sich Adventisten nannten. Adventist sieht oder erwartet die Wiederkunft Christi. Und diese Adventisten waren nicht eine Sondergruppe, die sich gegründet hatte, nein, sie entstand aus allen Glaubensgemeinschaften. Die ganze protestantische Welt gehörte zu dieser Gruppe und es waren Methodisten und Baptisten und was auch immer Isten, die alle dazugehörten und diese Erwartung hatten und
Adventisten genannt wurden, weil sie die Wiederkunft erwarteten. Aber 1844 kam, 1844 ging und es gab keine Wiederkunft, nur eine große Enttäuschung. Naja, war das alles umsonst? Die Prophezeiung, wenn man sie studiert, haarfein, alles funktioniert, Messias passt genau rein, die Juden schreiben einen Fluch dagegen, dass man es nicht studieren soll, damit man das nicht erkennen soll. Interessant. Wenn Gott eine Kirche hat, wie kann ich sie finden? Wie muss ich wissen, wo sie ist? Es gibt so viele Glaubensgemeinschaften. Newsweek in 1994 schon sagte, es gibt eine Explosion. Tausende Gruppen gibt es heute und Sekten. Wie soll man da in diesem Chaos wissen, wo was ist? Wo ist Wahrheit? Wo ist da keine Wahrheit? Nach Time Magazine wachsen neue religiöse Gruppen explosionsartig. Jedes Jahr neue Gruppen, neue Gruppen. Und was soll man glauben? Wo soll man hin? Church Hunter, was soll ich glauben in diesem Chaos? Hier ist ein Geschrift, das geschrieben wurde von einem Prediger, John Milner. Und er schreibt Religious Controversy, religiöse Kontroverse. Und er fragt eine interessante Frage, nämlich die Frage, da ist aber eine Frage, welche ist die wahre Kirche? Falls man diese Frage beantworten kann, kann man jeden religiösen Disput lösen. Interessant. Das ist, was er schreibt. Also, wie weiß ich, welche Gemeinschaft ist bibeltreu? Denn das ist doch der einzigste Maßstab, den wir haben. Eigentlich, wenn man sich überlegt, es gibt so viele Bibelgemeinschaften und so viele Religionen, und wo ist der Maßstab? Also wenn ich zum Beispiel die Bibel studiere und ich studiere die Taufe zum Beispiel und ich schaue, wie findet die Taufe statt? Biblisch. Wo in der Bibel lesen wir, dass Kinder getauft wurden? Sehen wir, Jesus ist unser Beispiel. Er wurde getauft als Erwachsener. Kinder wurden eingesegnet und, und. Und so kamen die Baptisten und sagten, ja, wir finden in der Bibel nichts von einer Kindertaufe. Da steht nichts drin. Also logisch müsste man dann es biblisch machen und sie haben dann die Erwachsenentaufe eingeführt. Und das ist Baptistenlehre. Gut. Und dann gibt es jetzt Pfingstler, die haben diese Erwachsenentaufe auch akzeptiert. Und einige Pfingstler, die taufen dann so. Sie sagen, gut, wir taufen dreimal. Im Namen des Vaters unter dem Wasser, im Namen des Sohnes unter dem Wasser und im Namen des Heiligen Geistes unter dem Wasser. Und dann sagen andere, nein, 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 das geht nicht, denn Gott ist sieben, seine Zahl ist sieben, also siebenmal unter das Wasser. Da muss man gut Luft haben, sonst hat man Probleme. Also geht man siebenmal unter das Wasser. Und dann kommen andere und sagen, aber die Bibel sagt, Jesus ist nur einmal unter das Wasser. Und wenn wir lesen, wie Paulus getauft hat, da steht nichts von mehrere Male unter dem Wasser, nur einmal unter dem Wasser. Also wer hat jetzt recht? Wer hat recht? Haben die Baptisten recht mit ihrer Art von Taufe? Haben die Pfingstler recht? Und einige, naja, die werden so oft untergetaucht, bis sie fast ohnmächtig werden. Das ist eine interessante Geschichte. Wie sollte man wissen, welche von denen es jetzt hat recht? Was würde man machen? Wo ist der Maßstab? Die Bibel. Die Bibel. Also wenn die Bibel sagt, so wird es gemacht, dann ist das der Maßstab. Und so kann man das doch eigentlich mit allen Lehren machen. Man kann doch die Lehren durchstudieren und man kann sich fragen, also ist das jetzt richtig, was hier gelehrt wird? Zum Beispiel, die Baptisten haben außer die Taufe, die scheint sehr biblisch zu sein, auch die Dispensationslehre, wo der Antichrist zum Beispiel irgendwann mal in der Zukunft kommt und nichts mit dem Christentum zu tun hat. Auch das Königreich ist in dieser Lehre nur
für Nichtchristen und hat mit Christen überhaupt gar nichts zu tun. Wieso muss ich dann beten, dein Königreich komm? Für was? Wenn es nichts mit mir zu tun hat. Hier sind allerhand Probleme. Also die Lehre da scheint nicht 100% biblisch zu sein. Und dann haben wir Calvinisten und die lehren die Auserwählung. Also eine Lehre, die calvinistische offizielle Lehre, heißt, der Mensch ist so gefallen, dass er nicht imstande ist zu wählen. Und darum wählt Gott für ihn. Und wenn Gott dich auserwählt für den Himmel, dann hat er unwiderstehliche Gnade und gehst du dann endgültig zum Himmel. Fertig. Und wenn er dich ausgewählt hat zur Verdämnis, dann gehst du leider zu dem anderen Platz, wo es recht heiß ist. Und dann musst du immer noch Gott ehren, das ist Lehre, denn durch den Unterschied wird Gott verehrt. Hallo, das macht mir keinen Sinn. Ich möchte nicht auserwählt werden für Verdämnis und Gott ehren, weil ich durch mein Elend das Gute von den Erlösten so erhebe durch den Unterschied, dass die so herrlich da oben wohnen und ich muss backen. Das macht doch keinen Sinn, oder? Und dann sagt Joshua, auch das Buch Joshua sagt, wähle, wen ihr dienen wollt. Wenn Baal, dann Baal. Aber ich und mein Haus, wir dienen dem Herrn. Ist es nicht so? Ich falle keine Gruppen an heute Abend. Ich gebe nur Beispiele. Es hat nichts mit Gruppen oder Menschen oder Religionen zu tun. Ich sage nur, da sind so viele Glaubensrichtungen da draußen. Und wer hat recht und wer hat nicht recht? Logisch würde ich sagen, wenn alle sich einigen würden, auf was wirklich in der Bibel steht, wäre da doch kein Problem, ja oder nein? Dann sollte da doch kein Problem sein. Aber sie einigen sich nicht. Und darum sagen einige, ich gehe keinen Schritt weiter als Luther und ich nenne mich auch einen Lutheraner. Und die anderen sagen, ich gehe keinen Schritt weiter als Calvin, ich bleibe ein Calvinist. Und wenn man so geht es weiter und weiter. Also die Offenbarung sagt uns, wer die übrigen sind. Wir können es da studieren. Und nicht nur Kenntnis der Offenbarung ist hier wichtig, sondern die ganze Bibel von Genesis bis zur Offenbarung. Alles. Was sagt Gott über die Schöpfung? Was sagt er über die Schöpfung? Wer hat die Welt geschaffen? Und wie lange hat es gedauert? Und gab es eine Sintflut? Was sagt die Bibel? Alle diese Dinge. Und was sagen die Kirchen? Die Kirchen sagen, nein, ist nicht passiert. Ist eine Mythe. Ganz offiziell. Das ist doch ein Problem, ist es nicht? Darum haben wir diese Vorträge heute auch gehabt über Schöpfung und Evolution und so weiter. Jeremia 6, Vers 2, die Tochter Sion ist wie eine schöne und lustige Aue. Das ist eine so komische Übersetzung für mich, ich muss wirklich lachen, es tut mir leid. Aber eine lustige Aue, das ist altdeutsch, nehme ich an. Englisch sagt, I've likened the daughter of Zion to a comely and delicate woman. Das heißt, eine schöne, delikate Frau. Das hört sich irgendwie besser an als eine lustige Aue. Naja, es ist eben eine alte Übersetzung. Aber der Sinn ist da. Gott vergleicht seine Braut, seine Kinder mit einer schönen Frau, die mit Weiß gekleidet ist. Und Christus sagt, sie ist meine Braut. Und er ist der Bräutigam. Er kommt, um sie zu holen. Dass ich den Himmel pflanze und die Erde gründe und zu Sion spreche, du bist mein Volk. Also Sion ist wie eine hübsche, delikate Frau. Und hier in Jesaja 51 sehen wir, Sion ist das Volk Gottes. Also das Volk Gottes ist im Vergleich wie eine hübsche, delikate, reine Frau. Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine reine Jungfrau Christus zuzuführen. 2 Korinther 11, 2. Also hier haben wir
die Zusammenhänge, die reine Frau, die Braut Christi, die Gemeinde Gottes. In allen Zeiten, durch die Geschichte, hatte Gott immer treue Folger. Und die sind die Braut von allen Zeiten. Adam und Evas Zeit, unsere Zeit, immer hatte er eine Braut. Offenbarung 12, Vers 6 sagt, und das Weib, diese Frau, also es hat hier nicht zu tun mit einer einzelnen Frau, es hat zu tun mit dem Volk Gottes, denn darum geht's ja. Also dieses Volk Gottes floh in die Wüste, wo sie eine Stätte hat von Gott bereitet, damit man sie da selbst ernähre, 1260 Tage. Okay, ich stehe hier so komisch, ich muss immer raten, was da steht. Gut, 1260 Tage, das ist also dieses Trübsal, diese Trübsalperiode. So, derweil da eine Verfolgung war von denjenigen, die bibelfest waren, die gesagt haben, die Bibel und die Bibel alleine, sola scriptura, davor wurde man ja verfolgt, davor kam man ja vor die Inquisition und man wurde getötet. Also diese Frau, diese Braut Christi musste sich immer verstecken und Gott hat sie behütet, damit sie nicht vernichtet wird. Offenbarung 12, 13, dieses Weib floh in die Wüste, haben wir gesehen, wo eine Stätte bereitet wird und dann kommen diese 1260 Tage. Es wurden ihr zwei Flügel gegeben, des großen Adlers gegeben, interessantes Symbol, damit sie in die Wüste floge an ihre Stätte und hier für eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit fern von dem Angesicht der Schlange. Das nennen wir hebräischen Parallelismus. Es wird einmal gesagt und dann wieder gesagt auf einer anderen Art und Weise. Also wir haben die Symbole des Weibes, der Wüste und eine Zeit, 1260 Tage, ein Weib, eine Wüste und dann 3,5 Jahre, es ist die gleiche Periode. So erkennt man, dass die eine Periode an der anderen gleich ist. Und die Schlange, das ist Satan, schleuderte aus ihrem Maul dem Weibe Wasser nach. Was heißt das? Naja, dann schaut man wieder in der Bibel. Was heißt das Wasser? Das Wasser, das ihr saht, sind Völker und Nationen und Sprachen und so weiter. Also, diese Frau, dieses Volk Gottes wurde verfolgt, durch das die Nationen Gesetze machten, um sie zu vernichten, aufgrund einer Anfrage, die aus Rom kam. Also Rom hat gesagt, Waldenser weggeputzt, die Franzosen gingen rein und haben tüchtig geschlachtet aufgrund dessen. Oder Armeen gingen in die ganze Welt, um dieses Christentum zu befechten. Und da können wir Geschichten reden über Afrika, über Äthiopien, über alle Weltteile. Diese Frau steht im Krieg, ständig im Krieg. Und der Drache ergrimmt über das Weib und ging Krieg zu führen mit den übrigen ihres Samens. Aha, gut. 1260 bringt uns bis 1798 nach dieser Vision. Und nach dieser Zeit soll ein Buch entsiegelt werden und der große Kampf zwischen den Endzeitgruppen soll anfangen. Das ist, was die Bibel sagt. Und jetzt, nach diesen 1260 Tagen, also nach 1798, kommt ein weiterer Krieg zwischen dem Drachen, Satan, und diesen Übrigen ihres Samens. Also aus dieser Reformationsgemeinde kommt hervor eine Gruppe der Übrigen. Und die haben bestimmte Eigenschaften. Diese Gruppe der Übrigen, welche die Gebote beobachten und das Zeugnis Jesu haben. Aha! Also wieder wird etwas hergestellt, was ein bisschen verloren ging. Und was ist das? Das Gesetz Gottes. Also die Gebote werden wieder wichtig,
Denn es scheint, als ob über die Jahre die Gebote nicht mehr so wichtig waren und der Mensch eher geneigt war, um zu sagen, Erlösung kommt durch Christus, ob ich gehorsam bin oder nicht. Aber Jesus sagt, wenn du mich liebst, hältst du meine Gebote. Und Jesus sagt, wenn du sagst, du liebst mich und du hältst nicht meine Gebote, bist du ein Lügner und die Wahrheit ist nicht in dir. Also eindeutig, die Gebote Gottes werden gehalten durch diese übrigen und das Zeugnis Jesu haben. Was ist das Zeugnis Jesu? Das Zeugnis Jesu ist die prophetische Wahrheit über alle Zeit, inklusive unsere Zeit. Also, wer sind die übrig gebliebenen? Das müsste doch eigentlich jetzt möglich sein, nach dem Wort Gottes, um das zu studieren. Das Wort übrig behandelt das Übrige aus dem gleichen Material als das Original. Also es muss aus dieser bibelfesten Sola Scriptura-Gruppe hervorgehen. Also irgendwann kommt diese Gemeinschaft hervor, nach 1798. Es ist interessant, dass dieses Weib floh in die Wüste. Eine Wüste hat viel Wasser, ja oder nein? Nein. Und Wasser steht für was? Für Völker und Nationen und Sprachen und was weiß ich. Also dieses Weib floh hauptsächlich zu Plätzen, wo da nicht viele Völker waren, wo da nicht Wasser war. Also zu den abgelegenen Plätzen der Erde. Wo hat der Protestantismus sich gefestigt, als er aus Europa wegfloh? Wo ist er hingegangen? Wo war der Hauptsitz des Protestantismus danach? Amerika. Ist logisch. In Südafrika auch. Da gab es die Hugenotten. In Australien auch ein paar. Aber der Hauptteil, der saß in Amerika. Und die haben eine Verfassung gemacht, dass da keine Religionsfrage sein sollte und keine Verfolgung, wie sie es vorher gehabt hatten. Also logischerweise nach 1798 in diesen abgelegenen, nicht bevölkerten, durch viele Nationen Gegenden, wird diese Gruppe entstehen. Hier ist die Standhaftigkeit der Heiligen, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Offenbarung 14,12. Sie müssen beides haben. Sie müssen die Gebote halten, sie müssen christozentrisch sein. Jesus Christus ist das Alpha und das Omega, der Anfang, das Ende. Er ist alles in unserem Leben. Das muss ein ganz starker Punkt bei dieser Gemeinschaft sein. Und sie sind gehorsam. Sie halten die Gebote nicht in eigener Kraft, dass sie nicht denken, dass sie hochnäsig sind, sondern Christus zeigt ihnen, das ist der richtige Weg zu gehen. Offenbarung 22, 14 sagt dann auch, selig sind die, die ihre Kleider waschen, damit sie Macht erlangen über den Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen. Wow! Martin Luther hat das nicht geschrieben. Das steht aber in den neuen Übersetzungen. Und das bringt uns jetzt zu einem Problemchen. Was machen wir mit Texten, die plötzlich nicht mehr so sind, wie sie früher waren? Und das ist so ein großes Problem, dass es ein ganzer Vortrag für sich ist und der ist auf der Liste, der Krieg der Bibeln. Den müssen wir nicht verpassen. Denn ursprünglich sagt es, sie halten die Gebote. Sie halten die Gebote. Wenn man nur Kleider wäscht, dann braucht man den Gehorsam nicht, dann braucht man nur die Gerechtigkeit Christi, aber man lehnt die Rechtfertigung ab. Liebet ihr mich, so haltet ihr meine Gebote, Johannes 14, 15. Also die zwei Kennzeichen, Charakter von Gottes übrig gebliebenen Gemeinde ist, sie hält die Gebote Gottes und sie hat das Zeugnis Christi. Was ist das Zeugnis Christi? Und ich fiel nieder zu seinen Füßen, ihn anzubeten, also Johannes redet zu seinem Engel, der ihm die Auslegung und das Gesicht zeigt, und er will ihn anbeten, aber er sprach zu mir, tu es nicht,
Und ich fiel vor ihm zu seinen Füßen, um ihn anzubeten. Er sprach zu mir, siehe, tu es nicht, ich bin dein Mitknecht und deiner Brüder, die das Zeugnis Jesus haben. Bete Gott an. Wir können nicht erst einen Engel anbeten, es darf nur Jesus Christus sein und Gott dürfen wir anbeten. Die das Zeugnis Jesu haben, bete Gott an. Das Zeugnis aber Jesu ist der Geist der Weissagung. Also diese Prophezeiung ist sehr wichtig und die prophetische Auslegung und die prophetische Gabe ist Teil der übrigen. Das ist ein Vortrag für sich, das ist ein anderes Video darüber. Also Gottes letztes Gemeinde wird seine Gebote halten und das Geschenk der Weissagung haben. Wenn die Gemeinschaft es nicht hat, dann kann sie nicht zu diesen übrigen gehören. Ganz logisch. So, als Jesus in den Himmel fuhr, um seine Kirche zu stabilisieren, da sagt die Bibel, und er hat etliche zu Aposteln gesetzt, etliche zu Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer, jeder hat eine Gabe. Epheser 4, Vers 11. Und die Bibel sagt auch, wie denn die Predigt von Christus in euch kräftig geworden ist, als dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe und wartet auf die Offenbarung unseres Herrn Jesu Christi. 1 Korinther 1, 6 bis 7. Also wenn wir diese Erwartung haben auf Christus, dann haben wir keinen Mangel an irgendeiner Gabe. Die frühe Kirche hatte alle Gaben. Hatten sie Propheten? Ja auf nein? Natürlich. Da waren etliche. Und wiederum am Ende, die prophetische Gabe wird wieder da sein. Also die Bibel sagt voraus, dass Gottes Kirche das Geschenk der Weissagung in den letzten Tagen bekommen wird. Denn der Herr tut nichts. Er offenbare denn sein Geheimnis den Propheten, seinen Knechten. Amos 3, Vers 7. Gut. Also die Reformation, wie wir letztes Mal gesehen haben, haben die Autorität der Bibel wieder angehoben. Gehorsam zu Gott, Huss, Erlösung durch Gnade, Luther, Freiheit des Gewissens, Calvin, Taufe durch Untertauchen, Williams, Herrschaft Jesu Christi, Wesley, Hoffnung auf die zweite Wiederkunft, Miller. Es ist also notwendig, dass alle diese Eigenschaften, alle diese Glaubenslehren müssen in dieser Endzeitgemeinde gegenwärtig sein. Das bringt uns jetzt zu diesem Kapitel Offenbarung 10. Und wir müssen den mal gut durchstudieren, um die eine Gruppe in der Endzeit zu identifizieren. Und ich sah einen anderen starken Engel vom Himmel herabkommen, der war mit einer Wolke bekleidet. Wolke in der Bibel, Engelschar. Es sind viele Paralleltexte, wir haben jetzt nicht die Zeit, um das auch zu studieren. Und einen Regenbogen auf seinem Haupt, also er hat das Symbol des Gelübdnis, des Covenant, was ist das? Bundes, über seinem Haupt und sein Antlitz wie die Sonne und Füße wie Feuersäulen. Also das ist ein Bild Christi. Und hier ist Christus und er hat in seiner Hand ein Büchlein aufgetan. So, hier hat er eine Schriftrolle. Und die ist jetzt aufgetan. Ich nehme an, dass sie vorher nicht aufgetan war. Da hörte ich eine Stimme vom Himmel sagen zu mir, versiegle, was die sieben Donner, die Stimme Gottes, geredet haben, schreibe es nicht. Also dieses Buch, das jetzt aufgetan wird, ist ein versiegeltes Buch. Jetzt ist es irgendetwas oder ein besonderes Buch? Wie gesagt, wir haben studiert, die ganze Bibel durch und nur das Gesicht der 2300 Abende und Morgende ist definitiv versiegelt für wann? Für die Endzeit. Also wir sind hier in dieser Zeit, wo dieses Buch, was versiegelt war, jetzt verständlich werden sollte. Gut, also diese Prophezeiung der 2300 Abende und Morgende muss verständlich werden. Versiegle, was die sieben Donner geredet haben, schreibe es nicht. Und der Engel, den ich sah, stehen auf dem Meer und auf der Erde, Christus, hob seine Hand gen Himmel und schwur bei dem Lebendigen von Ewigkeit zu Ewigkeit, der den Himmel geschaffen hat und was darin ist, und die Erde und was darin ist, und das Meer und was darin ist. Was ist denn das?
Das ist der Siegel Gottes. Und wo finden wir den? In den 10 Geboten. Den finden wir im Sabbatsgebot. Da geht es nämlich um, gedenket den Sabbattag, dass ihr ihn heiligt, und dann 6 Tage sollst du arbeiten und all dein Werk verrichten. Der 7. Tag ist der Sabbat des Herrn. Und dann wird gesagt, wer ihn halten muss. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel geschaffen und was drin ist und die Erde und was drin ist und das Meer und was drin ist. Da ist der Siegel Gottes, seine Herrschaft, sein Gesetz, die Kraft seines Gesetzes, dass hinfort keine Zeit mehr sein soll. Welche Zeit soll nicht mehr sein? Weil wir leben heute noch, also muss es prophetische Zeit sein. Dieses Büchlein, das versiegelt war, prophetische Zeit endete da, danach kommen nur Beschreibungen der Geschehen und versiegelt. Und jetzt, die Zeit ist da. Es soll nicht mehr versiegelt sein. Offenbarung 8, 10, 8 bis 11, geh hin, nimm das offene Büchlein von der Hand des Engels, nimm es hin und verschlinge es. Es ist auf. Jetzt ist das natürlich ein Symbol für Verinnerlichen. Wie verinnerliche ich, was Gott geschrieben hat? Ich verstehe es. Und es wird dich im Bauch grimmen, aber in deinem Munde wird es süß sein wie Honig. Jetzt, was kommt zuerst? Der Mund oder der Bauch? Der Mund. Also wie wird es im Mund sein? Süß. Ha, herrlich. Und dann im Bauch? Also erst süß, dann grimmig. Was hat das zu heißen? Ich nahm das Büchlein von der Hand des Engels und verschlang es und es war süß in meinem Mund wie Honig und da ich es gegessen hatte, grimmte mich's im Bauch. Und er sprach zu mir, du musst abermals weissagen von Völkern und Heiden und Sprachen und vielen Königen. Also haben wir hier eine weltweite Botschaft, die jetzt kommen muss. Und zwar das Wörtchen abermals ist sehr wichtig. Denn vielleicht, nachdem das Buch verstanden wurde, haben sie geglaubt, sie brauchen nicht mehr Weissagen. Jetzt, was könnte verursachen, dass sie nie wieder Weissagen brauchen? Die Wiederkunft Christi. Wenn Christus wiederkommt, dann braucht keiner mehr predigen über diese Dinge, denn dann ist es entschlossen, wer wohin geht. Ja oder nein? Aber hier wird gesagt, abermals Weissagen von vielen Völkern und so weiter. Gut, komm, wir machen mal ganz sicher. Jeremia 15, Vers 16. Dein Wort ward mir Speise, da ich es empfing, und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost, denn ich bin ja nach deinem Namen genannt. Also hier wird geredet, dass wir das Wort Gottes essen, internalisieren, verstehen. Ezekiel in Kapitel 3 sagt und sprach zu mir, du Menschenkind, du musst diesen Brief, diese Schriftrolle, den ich dir gebe, das Wort Gottes, in deinen Leib essen und dein Bauch damit füllen. Da aß ich ihn und er war in meinem Munde so süß wie Honig. Also das ist nicht was absolut Neues. Gott sagt, das Wort müssen wir essen. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, gehe hin zum Hause Israel und predige ihnen meine Worte. Also ganz deutlich. Wenn wir verstehen, was das Buch sagt, dann müssen wir es internalisieren und wir müssen es predigen. An wen? Viele Völker und Nationen und Sprachen und Könige. Weltweit. Eine weltweite Botschaft muss hier verkündigt werden. Aber warum war es süß und dann grimmig? Du musst abermals weissagen von Völkern und Heiden und Sprachen und vielen Königen. Weil vielleicht haben sie geglaubt, es ist für ewig vorbei, wir gehen nach Hause, Ruhe. Und dann kam Christus nicht. Und dann wurde dieser süße Gedanke, dieses süße Verständnis endgültig sehr grimmig. Es gab eine schreckliche Enttäuschung. Ist das fair von Gott? Ist das fair? Hat er es schon vorher mal gemacht? Ja, er hat es vorher schon mal gemacht. Und um einen bestimmten Grund. Hier sind zwei
die sind auf dem Weg nach Emmaus. Sie kommen gerade von einem Kreuz. Sie hatten eine süße Erwartung, die grimmig im Bauch wurde. Die süße Erwartung war, dass Jesus Christus aufstehen würde und sagen, ich bin der Messias und das Königreich kommt. Anstattdessen hing er an einem blutigen Kreuz und die herrliche Erwartung wurde grimmig im Bauch. Und als sie noch so grimmig und traurig vor sich hin wandelten, kam ein Dritter und wandelte mitten unter ihnen und erklärte ihnen von den Schriften, wie es sein sollte. Und dann waren sie so fröhlich, dass sie, nachdem sie erkannt hatten, dass es Jesus Christus selber war, den ganzen Weg zurückgerannt sind, waren überhaupt gar nicht mehr müde und haben allen erklärt, Christus ist auferstanden.